Und jetzt wollen wir gar nicht lang fackeln. Jetzt würde ich mal unsere Jury auf die Bühne rufen. Ein kräftiger Applaus für unsere Jury! Ihr dürft euch noch ein bisschen weiter klatschen. Es sind wunderschöne Damen. Eine schöner als die andere. Und sie sind heute hier, um unsere Cosplay zu bewerten. Und es wird ein wenig kuschelig hier auf der Bank. Passt ihr da alle drauf? Ja, das geht. Wunderbar. Gut. Liebe Jury, schön, dass ihr da seid. Auch du? Ja, kann jetzt nicht die Zunge rausstellen. Ah, sehr schön. Dankeschön. Okay. Gut. Ihr habt ja ein paar Mikros liegen. Ich würde sagen, das Publikum ist sicherlich auch stark interessiert daran, wer seid ihr, was macht ihr hier und was zeichnet euch aus, dass ihr heute als Comic-Con in der Jury sitzen dürft oder sitzen möchtet. Fangen wir einfach mal bei dir an, vielleicht hier. Kannst du mal dein Mikro durchschnappen und darfst mal ein bisschen was zu dir erzählen. Welches Cosplay machst du, wie heißt du, wie lange machst du es schon und wie kommst du hierher? Dann vielleicht? Noch mehr. Hört ihr mich? Blossom bzw. Jasmin oder Jazz, wie auch immer ihr wollt. Und ich cosplay heute Blade aus Teen Titans. Ich dachte, es ist Oktober, also ziehe ich was Warmes an. Es sind 24 Grad, toll. Ja, ich bin für so den Modeling und Expression Teil zuständig und das bewerte ich heute. Okay, vielen Dank. Ein kleiner Applaus. Weibliche Person des 21. Jahrhunderts. Und das machst du sehr gut. Also, das finde ich, hast du gut getroffen. Okay. Hallo, mein Name ist Riddle Costumes, auch Lani genannt. Ich cosplay jetzt seit 16 Jahren. Ich trage heute Daenerys. Ich bin ja, begeistert für Näharbeiten, Detailarbeiten, Bemalungen und alles, was viel Zeit und viel Nerven vielen Dank, auch für dich einen Applaus. Hallo, ich bin Katzo Cosplay aus den Niederlanden. Deswegen ist mein Deutsch nicht so super. Aber ich bin heute hier als ein Scoops Ahoy aus Stranger Things und ich liebe detaillierte Rüstungen und so. Und ja, das gehen wir mal angucken. Vielen Dank. Wir haben heute keine Kosten und Mühen gescheut, eine internationale Jury sogar aus dem weit entfernten Holland ist jemand an Niederlande ist jemand angereist, um heute hier Teil der Jury zu sein. Vielen Dank euch fünf und jetzt würde ich sagen, können wir gleich mal anfangen. Wir müssen hier noch ein wenig was vorbereiten, kurz auf der Bühne und dann kommen wir gleich zu unserer ersten. Thank you.
gleich die erste Teilnehmerin mit der Startnummer 1 auf die Bühne rufen. Und zwar ist es ein Einzel-Cosplay. Wir haben hier die Apotheker und sie cosplayt Metaton EX aus dem Rollenspiel Undertale. Einen schönen Applaus für Apotheker! Hallo ihr Lieben! Wisst ihr, was gerade auf dem Programmpunkt steht? Eine Kochshow! Wir sind heute zum ersten Mal live an der Oberfläche mit Cooking with a Killer Robot. Und zwar keine Randbesuche, keine normale Folge, sondern die Deluxe-Variante mit mir, Metaton EX. Und wir machen heute ein Fan-Favorite-Rezept, und zwar Kuchen Deluxe. Alle Zutaten stehen bereits bereit. Wir haben Zucker Deluxe. Wir haben Milch Deluxe. Und natürlich Eier Deluxe. Und uns fehlt nur noch eine kleine Zutat. So, wer meldet sich freiwillig für die Seele in diesem Kuchen? Jury, nachdem deine Assistenten hier beseitigt haben, deine Utensilien und darfst dich noch den Fragen der Jury stellen. Mit Mikro, okay. Was hast du alles sauber gemacht als das Kostüm? Also bei diesem Kostüm ist ungefähr so ab hier alles selbst gemacht. Die Handschuhe, die habe ich nochmal gehabt von der Arbeit damals. Ich habe hier extra die Schürze noch für diesen Auftritt dazu gemacht, vielleicht nach hier kommen. So. In der Kochshow musst du schon eine Schürze anhaben. Ja, man sieht jetzt nicht so viel von meinem Kostüm. Ich habe hier auch eine LED eingebaut, damit eben mein Herz leuchtet. Das sieht man hier so schön. Sieht man noch ein bisschen? Ja, der Panzer ist selbst gemacht, der Body, den ich drunter trage, ist selbst gemacht. Und natürlich hier das Make-up. Worauf bist du am meisten stolz? Ich würde sagen, irgendwie gerade auf dem Gürtel mit dem leuchtenden Herz, wobei ich auch sagen würde, könnte ich wahrscheinlich heute besser machen. Flip the switch. Vielen, vielen Dank. So, das war unsere erste Teilnehmerin, Metaton EX aus dem Rollenspiel Undertale. So, mit der Startnummer 2 darf ich nun die nächste Teilnehmerin, Cosplayerin, auf die Bühne rufen. Es geht ebenfalls um das Spiel Undertale und da die Unterart Inktail zwar, das habe ich mir sagen lassen, ist so ein Multi-Universum und das spielt halt alle in den gleichen Serien-Rollenspiel zusammen. Und zwar ist das die Lyra Redhair und die ist hier unterwegs heute als Ink Sans aus dem Spiel Undertale. Ein Applaus! Ich muss dann
Gesellschaft zu beschützen. Solange ich da bin, wird deiner Schöpfung nichts geschehen. Das verspreche ich dir. So, jetzt muss ich aber auch wirklich los. Dieser Job macht sich schließlich nicht von selbst, Kiddo. Und pass auf dich auf, ja? Denn du bist jemandem wirklich wichtig. Auf der Bühne stehen, sondern gleich zwei Herren.
Und zwar darf ich ganz herzlich begrüßen Goblin Slayer und Goblin Champion aus dem Anime Goblin Slayer. Ein Applaus! Zeit ist leider abgelaufen. Vielen Dank für diesen Auftritt. Der Sprung von der Bühne. Goblin Slayer und Goblin Champion. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Gruppen-Cosplay mit der Nummer 5. Und das ist nicht nur ein Gruppen-Cosplay, das ist ein Massen-Cosplay. Man könnte fast sagen ein Flashmob, denn es werden sich hier doch die eine oder andere Person auf der Bühne gleich tummeln. Und zwar werden wir jetzt die Guardians of the Galaxy Germany sehen.
glaube, ich darf, oder? Ich darf. Also erstmal, wie viele seid ihr? Ich muss mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich richtig gezählt? 3, 9? Okay, ich habe ein paar Fragen. Drax, dein Oberteil, beziehungsweise dein Bodysuit, woraus ist diese Struktur? Ist das ein 3D-Stift? Dreh dich bitte nochmal um. Das ist cool, okay. Ja. Ist das waschbar? Oder ist das ein One-in-a-Lifetime was du meinst? Also das ist waschbar. Okay. Aber sehr gut. Ja, Handfläche, ja. Probier mal eine Hand in der Arbeit, also das ist alles. Ja, okay. Sie verläuft wunderbar, das ist es halt. Verboten, von der Thanos-Durchhalten zu stehen zu dir. Du hast
Wenn ich gerade Flashmob gesagt habe, habe ich auch nicht so viel versprochen. Der Müll hat ja gebrannt hier. Es war ja kein Zentimeter, kein Quadratzentimeter war mehr frei. Vor lauter Bullen-Cosplay. Okay, das waren die Guardians of the Galaxy Germany. Und wir kommen heute nun zu unserem letzten und sechsten Cosplay. Es ist auch wieder ein Gruppen-Cosplay. Und zwar, mal sehen, ob ich das tatsächlich aussprechen kann. Die Gruppe nennt sich Mystical Sirenes. Und sie cosplayen Genji und Mercy aus dem Spiel Overwatch. Ein Applaus! Aus dem Rollspiel Undertale.
Und insgesamt sah es im Spiel an der Tail 2. Und Fabi, der Clown natürlich, hat uns alle unterhalten mit seinem lustigen Auftritt. Und ich werfe Goblin Slayer und Goblin Champion auch noch auf die Bühne. Und die Guardians of the Galaxy. Ihr dürft euch auch nochmal präsentieren. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Platz haben auf der Bühne. Schauen wir mal. Wenn Thanos kommt, dann ist alles zu spät. So, die Guardians und auch Genji und Mercy aus dem Spiel Overwatch dürfen sich noch einmal präsentieren. Die Jury bitte auch dazu stehen. Die Jury bitte. Die Jury bitte auch dazu stehen. Ist das ein Anblick?